Hallo und herzlich willkommen zu Platz 94. Ja, müsste sein. Platz 94 meiner Bottom 100 Filmliste. Heute mal mit einem etwas neueren Film. Ich möchte, ich meine, ihr lest ja schon den Titel, bevor ich es auch persönlich nochmal sage. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, es handelt sich hierbei nicht um Filme, die ich schlecht finde, sondern einfach die in meiner Liste. Würde ich die komplett mal durchplatzieren, halt hinten landen würden. Ne? Also es sind halt nicht die Lieblingsfilme, aber es sind Filme, wo ich sage, die sind immer noch gut genug, dass ich sie in meiner Sammlung habe. Zumindest so um die 85% nachher zum Schluss. Aber da komme ich dann natürlich nochmal gesondert zu. Ne? Also nur nochmal für die, die erst jetzt sich eingeschaltet haben sozusagen. Ja, heute ist es der Film Looper mit Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt und Emily Blunt. Ein Science-Fiction-Action-Drama-Film, der ja eigentlich eine sehr interessante Grundidee hat. Und zwar geht es um Zeitreisen. Irgendwann in der Zukunft sind Zeitreisen entdeckt worden oder entwickelt worden oder wie man auch immer. Und man verfährt einfach so, dass man Verbrecher, die man fängt und für schuldig erkennt, die werden einfach durch die Zeit in die Vergangenheit geschickt. Und da gibt es dann die sogenannten Looper, ne? Ich glaube, deswegen heißen die so. Ja, genau. Die bekommen die genauen Daten, wann und wo da jemand auftauchen wird. Und dann exekutieren die den, erschießen den und bekommen dafür Geld und können sich halt ein schönes Leben machen. Und um dann irgendwann aber in der Zukunft selbst mal sozusagen hingerichtet, also ja, verurteilt zu werden, um dann zurückgeschickt zu werden. Nicht? Und wenn sich dieser Kreis schließt, dann hat man sozusagen seinen Soll erfüllt. Also wenn man irgendwann sein altes Ich vor sich hat, dann, ja, dann ist man sozusagen aus der Branche raus und kann sich jetzt noch ein hübsches Leben machen und wird dann irgendwann halt selbst zurückgeschickt, weil sie natürlich trotzdem Menschen getötet haben. Oder was jetzt der genaue Grund war, ist dann auch erstmal nicht so wichtig. Ja, und Bruce Willis, beziehungsweise Joseph Gordon-Levitt, ich muss immer wieder den Namen, ich habe immer das Gefühl, ich sage den falsch, ist dieselbe Person, ne? Also Joseph ist der junge Bruce Willis. Der ist halt einer davon und eines Tages, ne, steht er sich halt selbst gegenüber. Aber im Gegensatz zu den anderen, erschießt er sein älteres Ich nicht. Er versucht zwar, aber es gelingt ihm nicht. Der hat dann noch ein paar Tricks im Ärmel, wortwörtlich. Und dann ist er auf der Flucht und ja, es gibt da viel hin und her. Dann gibt es noch halt eine Handlung, wer das Ganze überhaupt macht und überhaupt. Und naja, man versucht dann halt irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen. Der Film springt dann auch mal so ein bisschen hin und her, beziehungsweise zeigt dann halt auch die Zeiten, was sozusagen nach seinem Looper-Job passiert. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der hier? Ich muss mal kurz gucken. Natürlich Joe, ist ja klar. Ne? Ist ja so ein extrem komplizierter Name. Ja, Joe. Naja, und wie alle Zeitreisenfilme, also wirklich fast alle, in gewisser Weise auch Zurück in die Zukunft, obwohl der noch eine interessante Erklärung dafür hat, krankt er natürlich auch hier immer wieder an demselben Paradoxon. Ne? Was passiert, wenn ich sozusagen mein jüngeres Ich oder so umbringen werde, könnte ich das überhaupt tun, weil dann würde ich mich ja selbst auch vernichten und naja, ne, also irgendwo, das, oder beziehungsweise was passiert, wenn ich den Auslöser für irgendwas, also zum Beispiel, wenn ich in die Vergangenheit zurückreisen würde und würde Hitler töten und es würde keinen Zweiten Weltkrieg geben, hätte dann mein zukünftiges Ich überhaupt noch die Intention, Hitler töten zu wollen, weil den hätte es ja dann in dem Sinne nicht gegeben und es wäre dann ja nicht die Notwendigkeit dafür da gewesen, ihn zu töten, wodurch man natürlich wieder nicht zurückfliegt und dann gibt es ihn wieder und dieses Hin und Her, ne, das hat das Ding ja natürlich auch und löst es natürlich wieder nach Hollywood-Manier, möchte ich jetzt mal sagen wollen. Und aber natürlich, ja, ne, wenn man wieder nüchtern drüber nachdenkt, nee, das kann aber wieder nicht hinhauen, ne, da ist ja wieder ein Fehler drin. Also irgendwie hat es noch kein Film geschafft, da wirklich mal zu sagen oder zu zeigen, wie man so ein Zeitschleifenproblem hoppala, lösen kann. Naja, aber er bietet gut Unterhaltung,
ja, wie gesagt, ist eine nette Idee, das Ganze mal so aufzuziehen. Und kann man sich durchaus anschauen. Also wie gesagt, ne, alles keine schlechten Filme, fast alles. Aber hier und da, also handwerklich ist er top und so, aber hier und da gibt es halt ein paar kleinere Sachen. Mhm. Ja, na gut, okay. Ich sehe bloß gerade, dass Jeff Daniels spielt auch mit. Hatte ich schon wieder irgendwie ausgeblendet, aber naja, wie es eben bei vielen dieser Filme ist, manche davon kenne ich sehr gut, weil ich die seit meiner Kindheit kenne, aber den zum Beispiel kenne ich nicht seit meiner Kindheit. Ne, da, die Zeitschleifentechnik wird ja erst, was steht hier, 2046 entdeckt. Oder also, ab da gibt es das irgendwie. Und da sind wir ja noch nicht. Ne? Noch nicht. Ja, schön. Dann wäre es das heute auch schon wieder gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in 3 Tagen. Und bis dahin bleibt mir immer nur zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.